Und damit willkommen zurück zu meinem Lieblings-Bohrinsel-Simulator. Ja, unsere nächste Aufgabe ist es, diesen Generator mit dem Schlüssel wieder zu starten. Habe ich den schon? Ja, den habe ich schon. Okay. Eine kleine Pause zu der letzten Episode. Ich sage voraus, dass das ganz einfach wird, da hinzugehen, den zu starten und dass wir dann hier wieder verschwinden. Da wird nichts weiter passieren. Wo bin ich reingekommen? Bin ich hier raus? An der Stuhl. Okay. Da geht's raus. Unser Kollege ist nicht... Entschuldigung. Also für den Fall, dass hier gleich was passiert. Da ist ein Geländer. Dann können wir hier gleich reincrouchen. Das... Ich will das nicht machen. Nicht. Oh, der Motor klingt geil. Okay, können wir weg hier? Weg hier. That worked, guys. I can see where the fault is. It's blowing a fuse back in mud handling. Mud handling? Is that nowhere there is? Kaz! Coming back, you need to move! Ja, lass mich bewegen. Okay, schnell da rein. Okay, wo ist der? Da hinten. Na, wo gehst du hin? Ablenken. Okay, immer schön leise. Da geht's rauf. Da ist er. Ich glaube, ich möchte in der Ecke da hinten haben. Oh, scheiße, er ist hier. Okay. Der Plan geht auf. Wo ist er? Irgendwo da links. Oh. Guten Tag. Kannst du bitte gehen? Danke. Wo bist du hin? Komm, geh nach da hinten. Okay. Sehr gut. Er kommt schon wieder daher. Er weiß ganz genau, wo ich bin. Wie soll ich da weglaufen, wenn du hier in der Nähe bist? Kannst du bitte verschwinden? Okay. Okay. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu.
Gut. Hier auf. Ich hasse solche Passagen. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Horrorspielen, aber ich tue es trotzdem. Wobei, ja, Story ist teilweise halt schon gut. Ist hier auch nicht schlecht. Ach, da unten ist ja, das ist eine Loch da. Kommst du da raus? Hast du jetzt überall so Versteckmöglichkeiten? Ach so. This is mod handling. So the fuse box has to be somewhere. Platz zum Verstecken. Da. Yes. Oh nein. Dann darf. Okay, schalten wir das mal an. Vielleicht geht er dann weg. Aber ich glaube es nicht. Holy komm ich jetzt hier wieder raus? Ja, du sagst es so einfach. Kannst du nicht vielleicht ablenken? Ich kann da nicht raus. Lass mal die Tür aufmachen. Oh, jetzt. Komm. Schnell. Okay. Bin ich hier richtig? Ja, toll. Unser Kollege kommt. Oder auch nicht. Ja, da hinten. Shit. Sackgasse. Was mache ich denn jetzt? Na, toll. Komm, geh irgendwo in die Ecke, bitte. Danke. Okay, sehr gut. Noch da hinten jetzt. Du siehst mich nicht. Weiter nach da hinten. Gut. I guess wir gehen da nicht mehr wieder raus. Fuck off, you cunt. Okay, einschalten. Dann doch. Da.
Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal. Erstmal Ferngespräch. Finley? Kat? No, it's Brody. I thought it was Finley with the lights coming back on. It worked? Oh, thank Christ. Finley was here, but we get separated. You all right? Aye. The rig is me, though. We're starting to sink. You kidding me? How long till it goes under? Soon, if we do nothing. Look, I need you to come down to the pontoons. If we engage the tension winches in all four legs, we can buy some time. What's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. What are you on about? You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig. Christ, Kaz. Somebody up there must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Well, he's a Barnsley fan, so he'll be used to praying. Aye, you're no wrong there. I'm no wrong about this either. You're the jammiest bastard on this rig. And we need that right now. So let's do this. Aye. What do I need to do? You engage the winches in legs A and B, and I'll do the others. Easy. There's a direct route down from engineering. Aye, all right. I'll find my way down. Top man, Kaz. I'll give you a shout over the tannoy if we're in business. Ja, geil. Neben Monsterproblem haben wir das Problem, dass wir auch noch sinken. Und der Kollege, nee, glaube ich, bin hier sicher. Von einer Scheiße in die nächste. Das wird vermutlich genauso einfach gehen, wie da diesen blöden Generator anzumachen. Aber immerhin, neuer Bereich. Aber war mir nicht ganz am Anfang mal in so einem Fuß drin? Also da war es so... Ja. Sieht genauso ähnlich aus. Ah, Säule. Okay. Ja, Feuerlöscher. Ja, komm, geh aus. War's das? Okay. Es hat mir... Ach so, jetzt komme ich zur Leiter. Wo muss ich hin? Guck mal da lang. Spring. Okay. Was ist das mit dir? Okay. Runter. Oh, lass mich raten. Wir müssen dann auch wieder nach oben gehen. Und das wird schwieriger aus irgendeinem Grund. Ah, das ist noch so ein Teil. Okay. Bin die Leiter noch. Vermute mal, wir müssen da drüber. Nein! Fuck, fuck, fuck! Da war ja was mit Rechtsklick halten. Oh, danke. Fuck. Don't look down, don't look down. Jesus fucking. Shit. Oh shit. Ja, rauf oder runter? Runter.
Alles rüber. Ja, komm, alles rüber. Feuerlöscher, Feuerlöscher. Nee, besser. Nee. Oh, komm jetzt. Dies wo? Ja, toll. Wo ist das? Okay, da. Kannst du mir sagen, wo das ist? Oder ist es doch hier unten? Da hinten? Komm ich denn da hin? Oh, warte mal. Okay. Ach so, nee, ich muss da vorbei. Jetzt ein bisschen nach unten. Jesus. Nein, nein! Oh, for fuck's sake! Okay, wir drücken nochmal. Das Ding dreht durch. Fuck! It's soaking. I need to sort it at the fuse box or it'll keep shorting out. Also Gott sei Dank sind die Save Points gut gewählt hier und ich bin hier gespeichert. Okay, jetzt hier hoch. Immer die gleichen Sicherungen, die kaputt gehen. Nein, nein, nein. Counterweights are fucking go. Gut. Also den gleichen Weg wieder zurück. Ja? I guess. Irgendeine Art Generator oder Pumpe ist da unten. Schön dranbleiben. Das ganze Ding ist nur ein Müllhaufen. Ist nicht vorher schon irgendwie gesunken, ist es echt ein Wunder. Jetzt noch weiter? Würde ich da jetzt einfach runterspringen, aber... Oh, wait. Das geht, glaube ich, auf die Plattform rauf soll. Mhm. So, und jetzt war wieder runter. Komm, beruhig dich. So schlimm war das jetzt nicht. Ja, und das Ganze zweimal machen. Okay, das sieht interessant aus.
Bin mir noch nicht so ganz klar, was ich hier eigentlich sehe. Ich kenne mich mit so einer Ölplattform überhaupt nicht aus. Aber ich würde es ihnen zutrauen, dass sie da eine echte Ölplattform als Referenz genommen haben. Und erste Zugwinde wieder ein. Was genau macht die? Was zieht die? Oh, thank Christ. Move Stability Lock Pin, Reactivate Wind Mechanism. Das ist zuerst weg. Okay, back to the winch controls. Okay, es macht irgendwas. Fucking understatement. I've done the first cable. You need to do the same in leg B through the pontoon. Right. See you on the other side, Kaz. Hope so, pal. Also was genau wird gespannt? Sind das irgendwie so Gewichte am Boden oder wie? Aber müssen wir jetzt da rein? I guess ja. Schön kalt. Warte mal, war da gerade eine Leiche? Ja. Fuck! Many more bodies out there. Jesus. Oh, zu Genüge. Okay. Ja, easy enough. Fürs Erste. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass B nicht so einfach sein wird. Dezent. Kommen jetzt doch bestimmt Wassermonster oder so. Licht weg. Geht jetzt auf. Gott, how did they even get there? Okay, noch mehr. Aber Leichen sind unser geringstes Problem. Hier drin ist doch was. Oh Christ. Fuck, fuck. Oh Scheiße. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Gut. Überhaupt nicht creepy. Was ist das hier? Oh, wir müssen dahin. Okay. Oh, oh, ich... Alle Böses.
Okay, was haben wir hier? Danger to life. Debris screen must be raised before maintenance can be performed. Air must be fully engaged. Warning, debris screen. Admin hazard. Screen Control. Okay. Okay, das ist das Gitter hier. Geronimo! Au! Autsch, autsch, autsch! Rauf, 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 rauf. Okay. Ja, geil. Schnell, 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 schnell. Wach auf! Was? Komm, 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 komm. Wo muss ich? Oh, Scheiße. Komm, komm. Mach die Tür auf. Echt jetzt? Alter, wo muss ich hin? Ey, das kannst du nicht machen. Wo muss ich hin? Wo ist hier irgendwo offen? Ne, das kann jetzt nicht sein. Ne. Ach, da. Okay, ja, ich komme ja schon. Auf hier. Scheiße, das reicht nicht. Ja, ich war zu spät. Oder hier? Komm, 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 komm. Oh, shit, das war knapp. Oh, shit, that was close. Ja, meine Rede. Sorry. Das sieht vielversprechend aus. Nee, nach oben, komm. Fucking thing's locked. Ja, und jetzt? Irgendwie da durch, in der Mitte? Nee. Das scheint nicht die Lösung zu sein. Wie komme ich da nach hinten? Das Problem ist, dass ich das einfach überhaupt nicht sehe. Oh, da ist ein Loch. Auf der anderen Seite wieder hoch. Gut. Christ. Fucking oil. Es gibt wieder Stimmen. Wir sind nicht alleine. Ja. Das war ja so klar. Okay.
Hello? Mary! No! O'Connor! Is that you? Go away! Oh, Christ. Oh, man. Mary. Oh, man, what happened to you? Can you go and fetch Mary? You can hear me, can't you? You understand me? Fucking Jesus. I'm sorry. I can't help you. I'm sorry. Fuck. Es war klar. Okay. Wir gehen hier mal. Und zumachen, danke. Ihr sieht sich wie geiler aus. Das Teil soll noch funktionieren hier. Ja. Gleiches Prinzip. Und wenn es funktioniert, dann vermute ich nicht mehr lange, wenn das Ding da hinten ist. Okay, und tschüss. Hier komme ich nicht mehr rauf. Klettere die B-Säule hinauf. Ja, wie denn? Schön das Öl durch. Oh. Das ist bestimmt eine ganz tolle Idee, durch diese Spur oder was auch immer das ist, nach oben zu fahren. Der wird doch abstürzen, oder? Verriegeln? Ja, nein. Aber es sieht geil aus. Ja, allerdings, wenn sie so böse wäre, beziehungsweise die Frage ist, es wirklich böse? Meine, klar, es bringt irgendwie die Leute um oder dass sie verwandelt sind in irgendetwas, aber ob die Absichten wirklich böse sind. Schon krass. Jetzt nicht gedacht, dass es so reibungslos geht, aber okay. Okay, Gott sei Dank wieder sowas wie Normalität. Okay, ich muss mal ganz kurz hier eine Pause machen. Ich bin gleich wieder da. Sadre, da bin ich wieder. Jetzt beschwerst du dich wegen der Kälte. Heizung? Heizung. Okay. Get out of this fucking place. I need to get him. Thank Christ. I better check on Roy. Gut, ich glaube, das reicht. Die Schleppennetzfischer aus dem Band 12 Gedichte vor der Küste.
Oh nö, ich bin jetzt kein gedichter Mensch. Ich könnte euch das gerne durchlesen. Ich glaube, das ist jetzt nichts Relevantes. Moment, war das zum Schauen? Ach so, das ist wieder das Buch. Telefon. Roy, fuck's sake. Sorry, pal. I've been out of the shop since I last seen you. What's going on, Kaz? What happened with the chopper? That cunt tried to go without us, but... Well, didn't it work out well for him or the bird? Bloody hell, Kaz. Is anyone alive? Aye, I saw Finlay. We had to get the Jennies on. And Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. Yeah, I'm glad you've not been alone out there. Those two are all right. I saw O'Connor. He's one of the things, but I thought... Oh, fuck, I don't know what I thought, but whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on? Roy? It's all right. It's just me being clumsy. Once I get my shot, I'll be right as rain. Do you need me to come and get you? No, no, I can do it. You saw this rig out? And the way to get us home. See you, girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. She really loves you. Kaz? Uh-oh. Hi. Sorry, I have to go, Roy. Will you make it to the cabins all right? Yeah, I'm on the way now. You, be on yours. I'm praying for you, mate. Remember... Jesus loves you, Kaz. Everyone else thinks you're a goner. Right, Val. Afters. Okay, untersuche die Fackel. Ist das das, wo der Turm ist? I guess. Really? Noch ein zweites Ferngespräch? Hello? Hello? Anyone there? Here he is. Listen, I don't have long. I left away my mum. I had to get to... She's hurry, babe. I'm going off my head. Suze? Is that you? Oh, Jesus. This one's trying to give me a kick in and all. Gonna be a wee boxer, eh? You wish. I wish I could see you. Okay, ich glaube, wir tun langsam halluzinieren. Chris, what is this? Suze! Okay. Du bist raten, es wird wieder so ein Fluchtding hier. Ja. Holy. Das sieht nicht gut aus. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da unten hin. Wie komme ich da hin? Christ, look at her. Hier hat's aber nichts zum Verstecken. Ja, lass mal da hingehen. Das ist bestimmt eine tolle Idee. Aber es ist einfach schön. Ja, das Ding... Warum auch noch hinauf? Ich will da nicht hoch. Ich will vor dem Scheißding runter. Irgendwie nach da oben. Hier drauf. Also
Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Es klingt so, als würde es... Oh! Cash! Over here! Brody! Brody! Fucking hell, how you doing? Better than you by the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's no doing great without his insulin. And I've no idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to be Rennick. Feels like everybody's deed are worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks have burst, and I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. That noise! Aye, okay. All right, the stack. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. Main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again. Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here, you know. Maybe we should swap. You can't work the controls, Kaz. Otherwise, aye, of course, I'd go myself. Christ. All right, all right. What am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus. I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Kaz. Es ist ja irgendwie geil, von einer Scheiße in die nächsten. Die Bohrinsel ist einfach nur am Arsch. Und hier geht's... naja, was ist das hier? Brody, ich habe das Reiter gefunden, aber kein Signal, kein verdammter Piep. Du weißt, was wir tun müssen. Es ist unser verdammtes Problem. Aha. Sonst was zu sagen? Scheiß Fackel. Lass mich raten, es geht dann hier raus. I guess. Oder auch nicht. Okay. Aber wir sind wieder an der Zeit. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Wo wir hier umschalten werden. Mal schauen, wo es... Ah, okay. Ich muss dann da... hinten rüber jumpen. Wo das Ding bestimmt nicht nachgeben wird. Okay. Na gut. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.